Boah, ich hasse das so sehr. Oh, Fakten, ich hasse es. Jetzt fängt der schon wieder mit Fakten an. Es ist. Oh! Oh, können wir nicht alle mehr Bauchi-Bauchi machen? Oh, fuck. Hallo, meine toxischen Zuschauer. Wart ihr schon mal in der Opferrolle und wisst, was das ist und wozu die gut ist? Das gucken wir uns heute mal an. Ne? Wer in der Opferrolle ist, hat natürlich immer recht. Und ja, dazu hat der gute. Weiß gar nicht, wie er heißt. Sci-Fi müsste der sein, ne? Ja, sehr, 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 sehr gut. Wer Opfer ist, hat recht. Psychologe analysiert Antirassismus. Ja, da gucken wir rein, da treten wir nach. Los geht's. Hast du mitbekommen, dass es aktuell eine Ausstellung in Dortmund gibt, in die weiße Personen zeitweise nicht hinein dürfen? Ich war dort und tatsächlich steht das da schwarz auf weiß. Auf der Website... Oho, Wortspiel, es geht ja vielversprechend los hier. ...heißt es, es sei ein safer Space für People of Color, um sich in einem geschützten Raum mit der Kolonialgeschichte auseinanderzusetzen. Okay, aber sind die denn jetzt nicht mehr geschützt, wenn jetzt Weiße den Raum da sind oder wie? Mir gefällt nicht das Narrativ, was hier aufgemacht wird, nach dem Motto, alle Weißen sind Täter. Das geht doch nicht. Um es wie Weird Flex zu sagen, stellt euch mal vor, dreht euch mal die Rollen um. Das wäre der Shitstorm des Jahrhunderts. Doch wovor sollen sie eigentlich geschützt werden? Das Weißsein ist ja nicht das neutrale Außen von Rassismus, sondern der Kern von Rassismus. Und wenn du jetzt weiß bist, denkst du dir vielleicht Folgendes. Warum? Ich habe ihm nichts getan. Ich habe ihm nichts getan. Aktivisten würden jetzt einwenden, dass Rassismus mehr ist als das, was ein Einzelner tut. Die Strukturen, in denen wir uns bewegen, die sind per se rassistisch geprägt. In diesem Video werde ich euch über einen Trend unserer Zeit erzählen, in der sich immer mehr Menschen als Opfer fühlen. Ich habe sie jetzt am Anfang direkt als weibliche Persönlichkeiten angesprochen. Sie haben diskriminiert. Ich habe diskriminiert? Ja. In letzter Zeit wird immer wieder über diesen Aktivismus diskutiert. Aber es gibt eine Sache, über die kaum gesprochen wird. Ich werde heute aus psychologischer Sicht zeigen, dass diese aktivistische Sichtweise nicht nur niemandem hilft, sondern selbst denjenigen schadet, dem man helfen möchte. Lange habe ich... Freut mich so sehr, dass das mal irgendwer, der irgendwie Rang und Namen hat, und ein Psychologe ist ja schon mal nicht schlecht, dass der das Thema mal aufarbeitet. Das hat uns noch gefehlt. Das ist schön, mal noch mal ein bisschen eine fachliche Sicht auf die Dinge haben und nicht nur die cringe Sicht des gesunden Menschenverstandes, der halt so gerne mal verurteilt wird, ja? Wir werden verurteilt, Chat. Ich selber die Welt auf diese Weise betrachtet. Mit 17 Jahren begann ich mich in linken Kreisen zu engagieren, um mich für das Gute einzusetzen. Doch als ich anfing, mir die wissenschaftlichen Studien anzuschauen, stellte ich fest, dass alles viel komplizierter ist, als es oft dargestellt wird. Ich habe mich lange nicht getraut, meine Zweifel auszusprechen, bis dann Folgendes geschah. Weil das internalisierte Fettfeindlichkeit ist. In der 13-Fragen-Folge vom ZDF konnte man sehen, was... Hey, diese Fragerunde hat die Wokeness einfach beerdigt. Also das war wirklich der Anfang vom Ende. Das hat so viele Leute wütend gemacht, dass dort erst diese Gegenbewegung so richtig krass ins Rollen gekommen ist gegen die Wokeness. Also zu Recht. Also die war an Dreistigkeit nicht zu überbieten, diese Fragerunde und dann Bauchi-Bauchi-Gefühl. Weißt du, da werden Fakten genannt und die machen Backflip nach hinten. Wie kackfrech war das? Was viele kennen, diese moralisierende und abwertende Art, wenn man etwas in Frage stellt. Und dann kommt jemand wie du daher und sagt, ich bin nicht... Hör auf, das Wort Sassy zu benutzen. Sonst cancel ich dich. Er ist sportlich, ich bin das nicht, ich bin das nicht. Das macht mich einfach so sauer. Das brachte mich dann dazu, zu recherchieren, wie das sein kann. Du sagst, ich bin etwas, was ich nicht bin? Das macht mich sauer. Dass eine Bewegung wie, ich bin kein Dino mit drei Köpfen. In eine Form abgleitet, in der offensichtliche Fakten geleugnet werden. Wie, ich bin nicht topfit. Ist so, ist eine Koma. Es gibt bestimmt auch andere Statistiken, die dir was anderes beweisen. Bei meiner Recherche bin ich dann auch etwas sauer, wenn ich die schon höre. Psychologie Opfermentalität nennt. Und das schien zu passen. Umso schlimmer, dass du so redest. Aber ich habe doch jetzt gerade das versucht... Halt, ich verstehe das, aber ich möchte dich auch dafür sensibilisieren, gut, dass du selber, wenn du so heute geil in einer anderen Position bist, ein leuchtendes Beispiel sein solltest. Doc Willix ist so ein lieber Kerl und trotzdem wurde er fertig gemacht. Und das ist wieder der beste Beweis, egal wie sehr du es den Leuten recht machst, egal wie nett du dich formulierst und sonst was, die finden immer was zu meckern und dich in die Opferrolle zu stellen. Ne? Man dachte ja, das ist ein Klischee.
Aber es ist offensichtlich so, ne? Das geht natürlich nicht für alle Leute, ne, in dieser Woke-Szene. Ne? Es gibt auch Wokeness, die durchaus gut ist. Das möchte ich ja auch immer predigen. Aber diese übertriebene Wokeness, die kennt halt kein Ja-Aber mehr. Das kennt's halt nicht mehr. Sehr gut. Wie man sich verhalten soll. Sehr gut. Ich habe dann weiter recherchiert, ob auch in anderen Bewegungen gegen Scheinprobleme gekämpft wird und musste feststellen, dass die Behauptung, dass die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen immer Ausdruck von Unterdrückung ist, wissenschaftlich nicht haltbar ist. Das habe ich dann in einem Video erzählt, was einigen nicht gefallen hat. Der beharrliche Drang, Frauen als Opfer betrachten zu wollen, erscheint mir nicht wirklich empowernd. Boah, ich hasse das so sehr. Oh, Fakten, ich hasse es. Jetzt fängt der schon wieder mit Fakten an. Es ist, oh, können wir nicht alle mehr Bauchi-Bauchi machen? Oh, Fakten, oh. Ich hasse das so sehr, wenn sich marginalisierte Gruppen hinstellen und sagen, hey, wir sind Opfer von Diskriminierung. Oh, okay. Entschuldigung, da habe ich zu sehr gejudged, zu schnell. Das geht in eine gute Richtung, wie sie anfängt. Moment, wir hören weiterhin. Dann kommen solche blöden und stellen sich hin, ja, ihr stellt euch einfach als Opfer hin und das ist nicht so gut. Ah, war meine erste Intention doch richtig. Das ist ja hier ein Mischbad der Gefühle, das geht ja hin und her. Gut, seid doch stark. Du dummes sorry, blödes Ich will das hier nochmal klarstellen. Okay, jetzt geht's aber los hier. Also, das war hier, freuen wir uns nicht so früh, ja. Ich dachte mir schon so, da muss doch ein Twist kommen. Das geht so gut los. Dieses Video wird nicht leugnen, dass es Gewalt und Diskriminierung gibt. Bei solchen Fällen ist es... Frederik, was sind denn die Pronomen von Opfer? Damit ich sie auch richtig ansprechen kann, ne, wenn sie sich als Opfer identifiziert. Wichtig, Empathie zu zeigen. Es wäre aber falsch, daraus zu schließen, dass die ganze Gesellschaft unterdrückend ist. Ich habe das letzte Jahr damit verbracht, herauszufinden, warum immer mehr Personen sich ständig als Opfer fühlen. Und ich habe tatsächlich Opferin. Eine Antwort gefunden. Schauen wir uns an, was die Wissenschaft zu sagen hat. Dann kam der unsensible Teil, der glaube ich... Aber Rossa, wir heben das Glas für dich. Vielen, vielen lieben Dank für dein Sub. Schön, dass du da bist, mein Bester. ...auch so viel Emotionen getriggert hat, dass ich mir dann überlegen könnte, ob ich mir bis Freitag die Haare abschneiden möchte und dann spielen könnte. Mein Name ist Fania Malzahn, ich bin Singer-Songwriterin und von einem Konzert ausgeladen worden aufgrund meiner Dreadlocks. Das Tragen von Dreadlocks wird von einigen als diskriminierend empfunden. Rasta-Frisur, die Dreadlocks, die auch für viele Menschen einfach sehr viel bedeuten, für bestimmte Menschen auch ein religiöses Attribut tatsächlich haben und wir gehen... Warum trägst du Anziehsachen? Das ist typisch westlich! Meine Güte! Mann, ey! Das geht doch nicht. Wir gehen ja auch mit anderen religiösen, sag ich mal, Ausdrucksweisen auch respektvoll um. Auch im Alltag. Warum stehst du gerade und tanzt dich um ein Feuer herum? Hier, ne, um mal wilde Vorurteile hier in den Raum zu werfen hier. Mann. Mutet man überall Rassismus. Wenn ich sage, ich heiße Suni, dann ist es immer erstmal was? Die meisten Leute fragen halt, wo ich herkomme. Wo kommen denn ihre Eltern denn her? Solche Aussagen werden als Mikroaggressionen bezeichnet. Oh. Aber sind sie wirklich so gravierend? Einige Nein, sind sie nicht. Dass das Konzept der Mikroaggression viel zu schwammig ist. Laut dem Artikel, wo dieser Begriff eingeführt wurde, wäre auch das hier eine Mikroaggression. Lass dir von niemandem je einreden, dass du was nicht kannst. Wenn du was willst, dann mach es. Basta. Denn zu sagen, dass es möglich ist, durch harte Arbeit erfolgreich sein zu können, impliziert, dass People of Color zu faul sind. Es gibt zwar Studien, die zeigen... Oh. Och Mann. Das ist so anstrengend. Das erinnert mich wieder an diese ganzen Gespräche, die wir uns schon reingezogen haben. Ja, wirklich, es kann ja alles wirklich gegen einen verwendet werden. Das ist ja so, wenn du sagst... Wenn du dich hart reinhängst und hart arbeitest, dann kannst du irgendwann erfolgreich sein. Da kommen irgendwelche Leute um die Ecke und sagen getriggert, ja, aber das ist ja nicht für jeden so und bla 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 und dieser Special Fall und sonst was. Der Adler ist wieder gelandet, Freunde! Und er bringt 10 Subs zur Party mit. Einmal ein kräftiges Ahu in den Chat. Vielen, vielen lieben Dank an den einzig wahren Adler. Der Vogel ist gelandet, Freunde. Limo Adler! Schön, dass du da bist. Heute feiern wir dich und das Leben. Geil, danke dir, Mann, für die 10er Subbomb, die du rausgeflext hast aus dem Nichts. Ehrenmann. So.
Ich glaube, wir müssen mal was einführen, nochmal für die Leute, die hier geisteskrank abliefern. Nochmal irgendwie, nochmal was Höheres als Ahu. So, weißt du, irgendwie, da müssen wir mal die Köpfe zusammenstecken. Zeigen, dass Personen, die öfter Mikroaggressionen erleben, eine schlechtere mentale Gesundheit haben. Aber in einer Meta-Analyse konnte man zeigen, dass diese Korrelation eher schwach ist. Vielen scheint es also nichts auszumachen. Außerdem ist bei einer Korrelation nicht klar, in welche Richtung die Kausalität geht. Es könnte sein, dass Personen mit einer schlechteren mentalen Gesundheit eher auf solche Aussagen achten. Tatsächlich gibt es Studien, die zeigen... Juni! Danke dir, auch auf dich erheben wir natürlich unser Glas. Vielen, vielen Dank, Mann, für den Sub. ...dass dieser Zusammenhang teilweise mit negativer Emotionalität erklärt werden kann. Ja. Das heißt natürlich nicht, dass es keine klaren rassistischen Beschimpfungen gibt. Und so auf dem Fußballplatz hört man schon mal das ein oder andere. Kennt man ja auch Affenlaute, Klassiker, flüstern ihr scheiß Nigger ins Ohr oder so. Es geht mir nicht darum, so etwas... Finde ich jetzt auch nicht per se rassistisch. Nein, also das geht natürlich gar nicht, Leute. Das ist natürlich offensichtlich rassistisch, das ist ja ganz klar. Aber jemand, der überall Rassismus sieht, selbst wenn man fragt, wo kommst denn du her? Also der hat schon das ganz falsche, sorry, dieses überbenutzte Wort, der hat das ganz falsche Mindset im Kopf. Der möchte sich über die Welt aufregen, wenn du schon so einhergehst, ne? Und diese Menschen sollten wir nicht als Maßstab nehmen, auf gar keinen Fall. Das in Frage zu stellen. Es erscheint mir nur wichtig zu differenzieren. Nicht alle Aussagen, die irgendwie Stereotyp sind, müssen unbedingt als Abwertung gesehen werden. Bei Sexismus sehe ich das ähnlich. Ihr kennt vielleicht den Fall von James Damour. Er war Mitarbeiter bei Google und wurde gefeuert, weil er in einem internen Memo über biologische Geschlechterunterschiede geschrieben hat. Die Begründung für seine Entlassung war, dass er gefährliche Stereotype verbreitet. Was? Hä? Weil du biologische Unterschiede herausstellst? Verbreitest, Alter, also, das ist wieder so übersensibles Dreckszeug. Also, ich habe jetzt beispielsweise das natürlich nicht gesehen, was er geschrieben hat. Aber das hört sich schon ein bisschen absurd an, wegen sowas gefeuert zu werden, weil du also gefährliche Stereotypen verbreitest. Das ist ja eine wissenschaftliche Arbeit. Und da wären wir wieder da, wenn die wirklich wissenschaftlich ist. Lass den Mann doch wissenschaftlich arbeiten. Also, meine Fresse. Man kann doch nicht alles immer zu 100% in Watte packen. Also... Das ist doch auch unrealistisch. Aber ist das wirklich so gefährlich? Für Aktivisten sind solche Narrative die Ursache für Unterdrückung. Wir leben in einer Gesellschaft, die strukturiert ist, dass Weißsein ganz oben in der Hierarchie gestellt ist. Mhm. Weiße Menschen verfügen über... Nein, weiße Männer. Entschuldigung, weiße Männer. Diese Macht, sie verfügen über die Macht in den Medien, in der Politik. Ich habe alle Macht der Welt. Ich habe alle Macht. In höheren Positionen findet man hauptsächlich weiße Männer. Die Annahme ist, dass sie quasi Joker bekommen, mit denen sie einen leichteren Zugang an begehrte Positionen haben. Aber ist das wirklich so? Wo ist in den DAX-Unternehmen die Frauen? Wo sind die Menschen mit Migrationshintergrund? Im DAX-Unternehmen verdienen übrigens die Frauen mehr als die Männer. Das möchte ich jetzt jedes Mal erwähnen, wenn irgendwer damit um die Ecke kommt. Ne? Nicht, weil es irgendwelche Aussagekraft hat, ich möchte es einfach erwähnen. Fühlt sich einfach gut an, das zu sagen. Weil es stimmt auch. Es stimmt. Hintergrund in den DAX-Unternehmen. Dass man die ungleiche Verteilung zwischen Männern und Frauen nicht wirklich mit Diskriminierung erklären kann, habe ich hier schon ausführlich gezeigt. Wie sieht es aber aus bei Personen mit Migrationshintergrund? Hier da oben rechts seht ihr voll das Schwurbelvideo, was hier angezeigt wird. Kann man das hier direkt melden? Schade, geht nicht. Brauchen wir uns gar nicht angucken hier. So ein Unsinn. Hintergrund. Die Studienlage ist dazu gemischt. Mann. Auf dem Arbeitsmarkt scheint es einen kleinen Effekt zu geben. Bei der Wohnungssuche lässt sich Diskriminierung klarer belegen. Die Effekte sind aber nicht so groß, als dass sie alle Unterschiede erklären könnten. Es gibt nämlich einen Fakt, der nicht ausgeblendet werden darf. Bei der Wohnungssuche kann ich es schon eher nachvollziehen, dass da manche Leute diskriminiert werden. Ich meine, viele Vermieter haben natürlich, warum auch immer, aber gerne ein weißes Pärchen, die 35 Jahre alt sind und ja vielleicht auch ein Kind haben oder so. Ne? Das steht halt für eine gewisse... Sagt man das, eine gewisse Konstanz im Leben, ne? Wenn man weiß, okay, die werden nicht tausendmal umziehen im Kind. Die wollen lieber diese Leute bei sich drin zur Miete wohnen haben, als irgendwie die 18-jährige Chantal und den 19-jährigen Murat, so, weißt du? Das ist natürlich schade so, ne? Da ist dann wirklich Diskriminierung, das kann ich nachvollziehen, ne? Verbannung? Haben wir eine Verbannung? Dass weiße Personen in höheren Positionen sind, liegt vor allem daran, dass sie bessere Bildung und bessere Qualifikationen haben.
Und das wiederum hängt damit zusammen... Was sagt er da? Weiße Menschen sind gebildeter? Das geht nicht! Was sagt er da? Rassist. Dreckiger Rassist. Nein, das ist halt... Dankeschön für den Submarino, mein Bester. Nee, es ist halt so, dass damals eben tendenziell auch mehr Weiße halt Zugang zu Bildung hatten, weil sie aus reicheren Familien gekommen sind vielleicht auch, ne? Aber es wird jetzt nach und nach immer besser werden. Weil heutzutage haben ja auch Leute, die nicht weiß sind, sehr, sehr guten Zugriff auf Bildung. Von daher blicken wir in eine gute Zukunft, in eine diskriminierungsfreie Zukunft. Dass Kinder mit Migrationshintergrund eher Eltern haben mit einem geringeren sozioökonomischen Status. Kinder mit Migrationshintergrund, deren Eltern einen höheren sozioökonomischen Status haben, sind etwa genauso oft in Gymnasien wie Kinder ohne Migrationshintergrund. Ein relevanter Faktor scheint zu sein, ob zu Hause Deutsch gesprochen wird. In einer PISA-Studie konnte man zeigen, dass Kinder, die zu Hause eine andere Sprache als Deutsch sprechen, in ihrer Lesefähigkeit ein Jahr zurückliegen. Zu behaupten, dass eine Unterrepräsentation immer ein Zeichen von Unterdrückung ist, wäre zu einfach gedacht. Sichtbare Diversität, Fehlanzeige. Ich finde es auch wichtig, sensibel für Ungerechtigkeit zu sein. Fehlanzeige. Aber es ist auch wichtig, spezifisch zu sein. Sonst ist das wie ein Corona-Test, der immer positiv zeigt. Dass rassistische Verallgemeinerungen zu verurteilen sind, muss man mir nicht erklären. Aber pauschal die ganze Gesellschaft als rassistisch und sexistisch zu betrachten, erscheint mir genauso generalisierend. Richtig, genau wie die Aussage, dass wir in einem krassen Patriarchat leben. Ist genauso eine dämliche Aussage, by the way. Wie nach dem Motto, die ganze Gesellschaft ist durchweg rassistisch, ist auf einem ähnlich dämlichen Level, ja. Und das ist relevant, weil man mit der falschen Analyse zu den falschen Lösungen kommt. Vorratig, so ein Dreier mit Sci-Fi und Farid? Ja, das was? In jeglichen Institutionen, in jeglichen Ausbildungen, aber vor allen Dingen in der Lehre. Also ich mit denen und du guckst zu, meine ich. Nicht, dass du involviert bist. Du hältst du die Kamera. Es gibt Studien, die sich angeschaut haben, ob Diversitätstrainings hilfreich sind. Und tatsächlich findet man da keine klaren Effekte. Es gibt aber Hinweise, dass solche Maßnahmen auch schädlich sein können. In einigen Studien konnte man zeigen, dass Personen nach Diversitätstrainings eher verleitet sind, mehrdeutige Situationen als verletzend zu interpretieren. Und das muss eigentlich nicht sein. Also Sie werden gerne gefragt, wo kommen Sie eigentlich her? Und das mache ich dann an der Hautfarbe fest? Natürlich, ich meine, das bedeutet, man hat Interesse an mich. Man ist neugierig. Das hat etwas mit Selbstwertgefühl zu tun. Wenn ich selbstbewusst bin, dann fühle ich mich nicht sofort angegriffen, wenn Sie mich nach meiner Herkunft... Korrekt, das hatten wir ja vorhin auch kurz angesprochen auf jeden Fall. Ein gesunder, also ein vom Kopf her gesunder Mensch sollte das doch nicht direkt als Angriff deuten, wenn man fragt, wo kommst denn du her? Hä? Also hab ich noch nie so richtig nachvollziehen können, tatsächlich. Es ist halt ein Fakt, dass wenn man keine weiße Hautfarbe hat, man wahrscheinlich eine Migrationsgeschichte hat. Wenn Leute bei mir davon ausgehen, dass ich von woanders herkomme, muss mich das nicht unbedingt verunsichern. Trotzdem wird alles Mögliche als etwas Feindseliges geframed. Das gilt nicht nur für die Hautfarbe. Internalisiertes, also verinnerlichte Fettfeindlichkeit ist, dass du dich ertappst bei dem Gedanken, oh, ich sehe den Körper und ich gehe automatisch davon aus, er ist erstens ungesund und er ist auch zweitens weniger schön. Kannst du das? Naja, wenn du einen Körper vor dir hast, der stark übergewichtig ist, dann ist dieser Körper im Schnitt nicht fit. Guckst du dir 100 schlanke Leute an und 100 stark übergewichtige Leute und müsstest jetzt sagen, wer ist besser in sportlichen Disziplinen, da würde ich doch auf die schlanken Leute wetten. Ja, kann sein, dass von den 100 Dicken dann beispielsweise 2-3 besser sind oder vielleicht 5, lass es 5 oder 10 sein. Aber die erdrückende Mehrheit ist ja immer noch fitter, weil sie schlank sind auch. Und deshalb geht man halt davon aus. Das ist doch... Also, ganz einfaches 1, 2, 3. Warum verstehen das Leute heutzutage nicht mehr? Bitte akzeptiert die Realität. Dankeschön, Zigong, für 2 verschenkte Subs, mein Bester. Das verstehen, lass uns einmal kurz Ehrenmann. Dabei bleiben, bitte. Okay, ich fände das auch schön, wenn es keine Schönheitsideale geben würde. Aber es scheint in uns angelegt zu sein, auf Schönheit zu achten. Natürlich ändert sich das ein Stück weit, was genau als schön betrachtet wird. Ja. Aber dass wir auf Schönheit achten, Moin Unbekannt. Lässt sich vermutlich nicht ändern. Was ich an dieser Sichtweise bedenklich finde, ist, dass sie ausblendet,
was in der eigenen Hand liegt. Wir können nicht beeinflussen, mit welchen Karten wir geboren werden. Wir können aber beeinflussen, wie wir damit spielen. Es ist möglich, glücklich zu sein, auch wenn es in der Gesellschaft ein Ideal gibt, dem man nicht komplett entspricht. Und das geht, indem man seine eigenen Annahmen in Frage stellt und erkennt, dass es zwischen Perfektion und Versagen etwas gibt, das gut genug ist. Es ist möglich aufzusteigen, indem man hart arbeitet. Egal in welcher Berufsgruppe man schaut, ja. Die Personen, die die Welt als einen negativen, gefährlichen Ort betrachten, sind weniger zufrieden und weniger erfolgreich. Vor allem, wenn man schlechte Karten hat, kann man sich so eine Opferrolle nicht leisten. In der kognitiven Verhaltenstherapie, was der Standard bei der Behandlung psychischer Probleme ist, versucht man Patienten zu befähigen. Das ist ja auch genau die Problematik, ne? Genau das, was er sagt, wenn du schon da reingehst mit der Einstellung, ich schaff's eh nicht, weil die ganze Welt ist gegen mich und ich kann das mit meiner Hautfarbe eh nicht schaffen, dann gehst du da auch mit einem ganz anderen Mindset dran, ne? Wie wenn du überzeugt da reingehst, ja klar kann ich das schaffen. Ja klar reiß ich mir den Arsch auf und ich krieg das hin, ne? Und es gibt ja auch viele Beispiele von Leuten, die es geschafft haben, obwohl sie nicht die besten Voraussetzungen haben, ne? Und klar, vielleicht brauchst du länger als wer anders, aber du kannst es natürlich schaffen, ne? Wenn du nicht ständig in dieser Opferrolle bist und ständig sagst, ja, es bringt ja eh nichts hier zu machen, dann lasse ich eh gleich den Kopf im Sand stecken. Und das muss eben mal bei diesen Leuten ankommen. Deswegen, kritischer mit den eigenen Gedanken zu sein und sich Erfahrungen auszusetzen. Dieser Aktivismus rät genau zum Gegenteil. Es wird darauf appelliert, den eigenen Gefühlen blind zu vertrauen, ja, und alles mehrdeutiger als aggressiv zu interpretieren. Safer Spaces und Trigger Warnings sind kontraproduktiv. Etwas zu vermeiden ist keine Therapie von einem Trauma, sondern ein Symptom. Die Aktivistin Emilia Roack schreibt in ihrem Buch, dass es eine Form von Gaslighting ist, wenn Therapeuten sagen, dass man eine Situation auch anders interpretieren kann oder dass nicht alle weißen Personen gleich sind. Was hier gepusht wird, ist eine Sichtweise, die fragil und hilflos macht. Das bedeutet natürlich nicht, dass es keine Ein Hoch auf Smokes! Dankeschön für den versenkten Sub, mein Bester! Gewalt und keine Diskriminierung gibt. Aber auch da an den Unbekannten ist eine Opferrolle nicht wirklich hilfreich. Wie ich meine Sprache wähle, ist doch was ziemlich Individuelles. Solange sie niemandem wehtut. Wenn man aber sagt, ich will aus Prinzip nicht gendern, dann schließe ich ja aktiv Leute aus. Es gibt keine Belege dafür, dass die Gendersprache die Welt gerechter macht. Dann schließe ich aktiv Leute aus. Wenn ich nicht gendern möchte, dann schließe ich nicht aktiv Leute aus. Sag mal, wer setzt euch das ins Gehirn? Es ist unfassbar. Nein. Nur weil du es wiederholst, wird es nicht zur Realität. Versteh das endlich mal. Meine Fresse, ey. Das generische Maskulin, das ist die Regel, an die wir uns halten. Das inkludiert auch alle anderen. Wenn du die Regel nicht akzeptieren möchtest, dann mach nicht deine eigenen Regeln und sag dann, die sollen jetzt alle akzeptieren. Das ist doch nicht so schwierig zu verstehen, ey. Meine Fresse, ey. Diese verblendeten Menschen gehen mir so auf den Sack mittlerweile. Oder Diskriminierung abbaut. Das könnt ihr hier in diesem Video nachschauen. Darüber hinaus ist es halt so, dass die Mehrheit der Bevölkerung, auch der Frauen, nicht gendern möchte. Oft wird dann gesagt, dass es ja jeder frei entscheiden kann. Das stimmt aber nicht. Es gibt immer mehr Universitäten, die es vorschreiben. Bei meiner Freundin zum Beispiel wurde es im Studium explizit vorausgesetzt, ja, man, was ihr online nachlesen könnt, falls ihr mir das nicht glaubt. Eine 50-50 Frauenquote ist wichtig und richtig. Ich glaub's dir nicht, weil du ein Mann bist und Männer lügen grundsätzlich und du bist auch noch schwarz. Das heißt, kriminell bist du auch noch. Also ich glaub dir gar nichts mehr hier. Nichts glaube ich dir. Richtig, weil das ja der Idealzustand wäre, den wir hier in unserer Gesellschaft anstreben. Es gibt keine klaren Belege dafür, dass eine 50-50-Quote die Welt gerechter macht oder zum Wohlbefinden beiträgt. In Brandenburg hat man versucht, per Gesetz eine Quote für Parteien festzulegen, was dann aber vom Brandenburger Verfassungsgericht gekippt wurde. Es kann ja auch Gründe geben, weshalb man nach Kompetenz diskriminieren möchte. Wenn man aber solche Maßnahmen in Frage stellt, wird man schnell als Rechts- oder als Gegner der Gleichberechtigung abgestempelt. Die Realität ist momentan, dass Männer unsere Welt regieren und sich dagegen zu stellen, ist meiner Meinung nach Immer wenn ich die Frau sehe, habe ich so positive Glücksgefühle, die dann so langsam in mir hochkommen. Kennt ihr das? Wenn einfach so eine grundsätzliche Zufriedenheit macht sich in mir breit, so eine innere Seelenruhe, wenn ich diese Frau beim Reden zuhören darf. Ne? Das ist immer schön. Ein sich in den Weg stellen und ein Befürworten von sexistischen Machtstrukturen. Vor kurzem kam eine Doku vom Y-Kollektiv,
die auf YouTube für einen riesen Aufruhr gesorgt hat, weil sie kritische Stimmen zu Feminismus pauschal als rechts dargestellt hat. Alle sind Anti-Feministinnen. Ich frage mich, ist diese Ideologie Meinungsfreiheit oder eine Gefahr für unsere Demokratie? Oft geht es dann nicht um Argumente, sondern darum, wer am meisten unterdrückt wird. Und da liegt die Deutungshoheit auch nicht bei Leuten, die nicht betroffen sind. Es könnte sein, dass diese Moralisierung genau das Gegenteil dessen bewirkt, was man beabsichtigt. Statt mehr Offenheit erzeugt man Reaktanz und Abwehr. In einer Studie konnte man zeigen, dass wenn man Männern vorwirft, dass sie Frauen diskriminieren, dass sie danach dazu neigen, zu behaupten, dass sie von Frauen diskriminiert werden. Umgekehrt ist es genauso. Also wenn man Frauen vorwirft, sie würden Männer diskriminieren, neigen sie danach dazu, zu betonen, dass sie von Männern diskriminiert werden. Wenn also eine Gruppe die Opferkarte spielt, zieht die andere oft nach. In der Forschung wird das Competitive Victimhood genannt. Finde ich geil, dass es dafür jetzt auch schon einen Begriff gibt. Das ist geil. Sich gegenseitig die Opferkarte zuzuschieben, hat jetzt auch einen Namen. Geil. I wouldn't have tried to fight racism with the Panderstone if you hadn't written all those letters. I wouldn't have written all those letters if you haven't tried to fight racism with the fucking Panderstone. Das ständige Hin und Her führt zu einem Teufelskreis, mit dem niemandem wirklich geholfen wird. Wie ist es zu diesem Opfertrend gekommen? Wenn man die Spuren zurückverfolgt, dann landet man früher oder später beim Poststrukturalismus. Das ist eine Philosophie mit Wurzeln aus Frankreich, die dann später auf politische Fragen angewandt wurden, sodass dann in den USA Fächer wie Gender Studies, Postcolonial Studies und Critical Race Theory entstanden sind. Im Kern lässt sich die Sichtweise auf zwei Annahmen zurückführen. Die erste ist, man kann nichts objektiv wissen. Was du gesagt hast, es ist ein Fakt, das würde ich einfach anfechten. Aber mein Punkt ist einfach zu sagen, die Narrative, die du aufmachst. Die zweite ist, alles ist ein System von Macht und Unterdrückung. Es geht um das System, um das Machtsystem, was dahinter ist. Das Problem an dieser Sichtweise ist, wenn angefangen wird, die Realität zu leugnen. Also man kann biologisch messen, welche Organe, welche Chromosomen, welche Hormone ein Mensch hat, aber Geschlecht ist ein soziales Konstrukt. Wir können uns mit Wissenschaft der Wahrheit annähern. Wir wissen zum Beispiel, dass mehr als 99% der Menschen mit männlichen Geschlechtsorganen sich auch als männlich fühlt. Darüber hinaus wissen wir mit Studien, dass diese Personen mehr Testosteron haben, was wiederum mit Präferenzen zusammenhängt. Zum Beispiel interessieren sich Männer im Vergleich zu Frauen eher für Dinge statt Soziales. Die Leugnung der Realität und die Betonung der Machtstrukturen führt dazu, dass in mehrdeutigen Situationen eine Unterdrückung vermutet wird, was zu einer Opfermentalität verleitet. In der Forschung bezeichnet man diese Tendenz zur Opferrolle als ein anhaltendes Gefühl, dass das selbst ein Opfer ist. Hast du schon von Shoyukas geilen Submatan, welcher keiner ist, mitbekommen? Nee, erklär mal, Yakuri. Das würde mich mal interessieren. Ich habe gesehen, dass sie streamt und dass sie Submatan nennt, aber das würde mich mal echt mal interessieren. Welches über viele Arten von Beziehungen generalisiert wird. Das soziale Leben ist voll von uneindeutigen Situationen. Die Frage ist, wie interpretierst du diese Situation? Aus aktivistischer Sicht erscheint alles wie Gewalt. Ich möchte mich nicht mit Leuten auseinandersetzen, die mich tot sehen wollen. Sich die ganze Zeit mit Ungerechtigkeit zu beschäftigen und auf das Negative fokussiert zu sein, kann auch sehr belastend sein. Der Fox-Eis-Trend ist ja gerade sehr prominent und der ist für mich besonders verletzend. Warum? Weil weiße Menschen sich diese Augenform, meine Augenform, einfach schminken können, ohne mit den alltäglichen Diskriminierungserfahrungen leben zu müssen. Ein Opfer zu sein, ist ja nichts Schönes. Wie kommt es also, dass immer mehr Personen so eine Opferrolle zu ihrer Identität machen? Ein Grund dafür könnte sein, dass diese Opferrolle auch Vorteile hat. Evolutionär sind wir so gemacht, dass wir Empathie mit dem Leid anderer Menschen haben und gerne helfen. In einer Studie hat man Probanden eine Anzeige von GoFundMe gezeigt, in der eine junge Frau Geld für ihr Studium sammelt. Der Beschreibungstext wurde manipuliert und es stellte sich heraus, dass Probanden mehr Geld spenden würden, wenn in der Beschreibung, was von einer schwierigen Kindheit steht, im Vergleich zu einer Kontrollbedingung, wo das nicht drin stand. Man bekommt also mehr Unterstützung, wenn man sich als Opfer präsentiert. Man weiß außerdem, dass Opfer als moralisch reiner betrachtet werden, weswegen ihre Fehler eher übersehen werden. Yep. Das könnte dann Anreize setzen, seine eigenen Schwierigkeiten hervorzuheben
Tatsächlich kann man in einem Experiment zeigen, dass Personen, die ihre Opferrolle öfter betonen, in einem Experiment, wo man Geld gewinnen kann, eher schummeln und lügen. Es handelt sich hierbei um eine stabile Persönlichkeitseigenschaft, die mit Narzissmus zusammenhängt. Solche Personen neigen dazu, in mehrdeutigen Situationen eher Unterdrückung zu vermuten und fühlen sich berechtigt, anderen Leuten Leid zuzufügen, was diese Moralisierung erklären kann. Ist halt gemein, weil er auch mit Statistiken arbeitet, so, ne? Da kommen ja die Wokies gar nicht mehr hinterher, ne? Wenn du eine Statistik auspackst, sind ja in den meisten Fällen die meisten Wokies schon geistig unbewaffnet, weil sie dann ja nur noch sagen können, ja, aber mein Bauchgefühl sagt mir was anderes. Das ist ja eigentlich schon irgendwo oftmals ein K.O.-Schlag, ne? Klar kann man dann auch sagen, Vitania, es gibt bestimmt noch andere Statistiken, aber dann ja, hat man sich natürlich komplett ins Haus geschossen. Du dummes sorry, blödes Solche Argumente kommen dann, ja. Das hier soll kein Video sein, um sich aufzuregen oder sich als Opfer einer linken Agenda zu betrachten. Da hast du recht, Neo. Denn das führt nur zu einem endlosen Teufelskreis. Im Gegenteil, dieses Video soll ermutigen, euer Leben in die eigene Hand zu nehmen. Es gibt Wege, in dieser Gesellschaft glücklich zu werden. Und es gibt auch Möglichkeiten, die Gesellschaft fairer zu gestalten. Wie genau das geht, schreibe ich aktuell in einem Buch mit dem Titel Gefangen in der Opferrolle. Darin schreibe ich über kontroverse Fakten, über die wenig gesprochen wird, die uns aber befähigen, ein besseres Leben zu führen. Ihr könnt das Buch bereits vorbestellen und damit unterstützt ihr, dass wissenschaftliche Stimmen mehr Aufmerksamkeit bekommen, sodass nicht nur aktivistische Bücher in den Bestsellerlisten landen. Einen Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Einer dieser kontroversen Fakten dreht sich um die Debatte um Transition bei Kindern. Auch hier habe ich den Eindruck, dass in einigen Fällen durch Überbehütung an Schaden angerichtet wird. Ja, es war auf jeden Fall ein geiles Video. Nochmal zusammenfassend zu sagen, ja, die Opferrolle schadet nicht nur dir selber, sondern auch deiner Bewegung irgendwo, ne? Weil du hast die Kraft, Dinge zu verändern, du hast die Kraft, Dinge zu erreichen. Bitte stell dich nicht in eine Opferrolle. Und sag, du schaffst das alles nicht und steck pauschal den Kopf in den Sand und erwarte, dass andere für dich das irgendwie richten. Das wird nämlich nicht passieren. Es ist sehr, sehr ungesund, dich daran zu suhlen. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und einen Kommentar. Wir sehen uns unterm nächsten Video. Bis denne, Antenne.